Thanks, Max. Wie zum Beispiel beim Spiel Fahrenheit, weiß ich nicht, ob ihr das gespielt habt. You're serious about this. We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. Inwiefern? I need to see you shoot first. Da oben steht ein X, also was heißt das X? Nach, oh Gott, Moment. Show me the way, Max. Nach rechts. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Oh, yes! Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Na. Where do I aim? Nach und nee, fuck, nach oben. Das war falsch, 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 falsch. Now Max, where do nach I oben. Aim slightly above. Sie hat hier ein bisschen nach drunter nach right darunter geschossen. Watch out, Nathan. Now that is fun. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Das kann sie runterschießen. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about. Satisfied? Like never. So I want one more uber cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. Wenn die Reifen zerschießen, fährt es vielleicht runter und macht hier eine coole Kettenreaktion. Well, schieß mir auf die Reifen. Adios, spinning wheel of death. Wobei dieses Fenster zersplittern zu lassen auch ganz cool wäre. Uber cool. Genau so in der Art dachte ich mir das. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Max, your nose. Damn. I don't. Ja, das Zeitreisen ist hart. Zeitreisen fügt ihr körperlichen Schaden zu, offensichtlich. Haben wir ja schon vorher bemerkt, immer wenn dieser Bildschirm so schwammig wird und blutig an den Seiten. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Kann ich jetzt theoretisch einfach mir hier alles nochmal angucken oder was? Aber ich glaube, wo sind sie denn? Ach, die sind hier bei dem Waldstück. Ah, okay, also falls man hier jetzt noch nicht war, würde sich jetzt hier quasi das Ereignis mit dem Reh triggern, was wir dann fotografieren können, aber auf dem Foto nicht sehen. Beziehungsweise nur Chloe sieht, nur Max sieht. Ich meine, das Reh ist ja auch wieder so eine Metapher für die Natur und... Oh, hier ist Kleidung. Obwohl, nee, die haben wir uns ja auch schon angeschaut. Noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ja, ich glaube, weil wir das mit dem Reh ja schon vorher gemacht haben, können wir dann jetzt quasi direkt mit ihr reden.
Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. What? Wer ist das? Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough? What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend, and it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Das ist nicht deeskalierend. Wir können ja eh zurückschwulen. Also erstmal deeskalierend einwirken. Shoot me. Ah, Christ. Hier muss niemand sterben. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. You have until Friday to pay me, or I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Wir können den jetzt nicht einfach erschießen. Eventuell kommt man als Notwehr. You stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My step shit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. I've never held a gun on a human being before. Wir können jetzt gar nicht mehr zurück. Not cool. I know, Max. Really. I'm actually relieved it worked out this way instead. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Oh man. Frank took Chloe's gun because of me. Ja, aber ich würde, okay, wir testen es nur. Ich will wissen, was passiert, wenn wir ihn erschießen. Das Spiel gibt uns die Möglichkeit. Also testen wir es aus. Ich werde trotzdem, egal was passiert, diese Möglichkeit hier behalten, weil ich niemanden wirklich töten will. Aber ich will trotzdem sehen, was passiert, wenn wir ihn erschießen. Oh, ich konnte gerade ein Foto machen. Moment. Egal, wir spulen ja eh nochmal zurück. Make me proud, sister. Jetzt schießen wir. That is hilarious. Okay. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. You have until Friday to pay me. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Try bullets next time, brainiacs. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. And now he'll be more dangerous to Chloe and me. Ich habe gesagt, ich bleibe bei meiner ersten Entscheidung und dazu stehe ich auch. Gut, er wäre jetzt gar nicht erschossen worden, weil keine Munition in der Waffe war. Aber er weiß, dass ich ihn hätte, dass ich ihn theoretisch hätte erschossen, wenn Waffe eine Munition drin gewesen wäre. Und ganz ehrlich, nee.
Wir wollen hier Max niemanden erschießen lassen, beziehungsweise rein theoretisch, hypothetisch aus seiner Sicht. Are you ready to do this? We should jet. Proud, sister. Nicht schießen. So, wo ist denn jetzt Chloe? Ist sie beim Auto oder was? Schauen wir mal, wo sie hin ist. Ah ne, da ist Chloe. Wow, Chloe's waiting to go for a walk. We both need a timeout from here. Ja, okay. I can't believe you basically gave him my gun. There you go, Frank. You can't keep getting mad at me. Especially for stupid shit. I'm not mad. It adds up in my mind as people letting me down. And I just liked having that gun, man. Now you have me to protect you. I'm just glad you were here. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Meinen Sie, er hat gerade fast, da war ein Typ mit einer Waffe, mit einem Messer, hätte was passieren können. Sie hatte eine Waffe in der Hand, die sie auf einen Menschen gerichtet hat. Ich glaube, das wird sie einfach so I'm still freaked out schon, about what happened. Nehmen. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he fronts. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, are you for reals? Frank just took your gun and threatened us. He's armed and clearly dangerous. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers, he's just a dealer, where I get my weed. The one in your joint, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. Hung out? You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? I think we have to be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens, and it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Do you think that Rachel and I would have been friends? You're not that different. She had... has a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be hella best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Kerouac knew. It's the romance of travel and movement. The sound of the train whistle at night. Look at the beat poet here. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Max! Max! Help! I'm stuck! Hold on, Chloe. Ach du Scheiße. The train. Oh, ach du shit. Scheiße. Können wir irgendwas machen? I don't wanna die here. What the fuck? Gibt's hier irgendwelche
Gegenstände. Ne, hier gibt's nichts. Können wir hier irgendwas machen? Die Weiche. Aber das bringt doch nichts, oder? Von welcher Richtung? Oh ne, das bringt nichts. Was ist das? Teilerkasten? Bringt der irgendwas? Keine Ahnung von Zügen, oh Gott. Kabel. I better find a tool to cut those wires. Okay, brauchen Werkzeug. Eventuell finden wir das bei dem Haus da oben. Aber theoretisch, wir können ja, falls was passiert, zurückspulen, hoffe ich mal. Oh Gott, können wir das schieben? Oh Gott! Fuck! Da, Brechstange. Oh, fuck! Das bringt doch nichts mehr! Okay, wir spulen da. Oh Gott, okay. Was war? Ich bin unnötig angespannt. Wir können ja alles zurückspulen. Wir spulen weiter zurück. Spulen weiter zurück. So. So, wir gehen hier an den Kasten, öffnen den. So, holen uns, ja. Ach so, ich hab das ja jetzt schon. Ich hab das ja jetzt schon, das Werkzeug. Okay, nee, das zählt als Werkzeug gar nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, kann ich nicht. Kann ich die Brechstange? Okay. Okay, wir spulen einfach jetzt mal wieder zurück. So, das ist ja alles gar nicht passiert. Den Verteilerkasten, den können wir schon mal aufmachen. So, egal. Dann zu Verteilerkasten, zu dem Ding, da müssen wir gar nicht mehr gehen. Komm, jetzt geh doch hoch, Max. Eventuell können wir aber das hier mit... Nee, wir lassen das mal lieber. Können wir in das Haus rein? Brechstange. So, was haben wir hier drin? Schade, was da drin? Da haben wir doch. Da haben wir doch was. Nehmen wir das. Ja, okay, wir werden sie jetzt wahrscheinlich in dem Durchgang auch nicht retten können. Ah, fuck. Ja, okay, wir können zurückspulen. Wir spulen das alles zurück. Dann haben wir mehr Zeit. So. Ist zwar eigentlich extrem makaber, wenn wir sie sterben lassen und die Axt nehmen wir auch mal mit. Okay, what can I slice with this? So, egal. So, jetzt haben wir uns überall umgesehen. Hoffe ich mal. Okay, die Tür bleibt zu. Ja, ich komme! Ja, ich komme! Okay, wir haben... Wir können das... Was bringt denn eigentlich der Verteilerkasten? Ich kenne mich halt mit sowas null aus, aber anscheinend bringt es was. Kneifzange! Grün! Okay. Spulen wir mal ein bisschen zurück, damit wir genug Zeit haben. So. Öffnen. Kneifzange. Den roten. Und das macht jetzt... Jetzt kann ich das ziehen. You okay? You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Damn. That was close. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. Thanks for the ride, Chloe. Right on time for my art lesson. Thanks for coming with me. Sorry to be so boring. Nothing exciting ever happens to us, right? Listen, your rewind power has to be connected to that snow yesterday. That might explain your tornado vision. Explain what?
Snow equals the ginormous twister that takes out Arcadia Bay? You're high. Wake up, Max. You saved my life twice now. You altered the course of my destiny, yours and whoever. Do you know about chaos theory? What do you know about chaos theory, Miss I Hate Math? 5 years ago, asswipe. Some people change. And your situation is the perfect storm for quantum physics. Why me? I'm just a geek girl in some small town. A perfect example of strange attractors? Don't they teach you kids anything at Blackwell? We have a tornado, rewind power, and freak snow. Hello, Armageddon. So let's party with your power, Rockstar! Like he said, Professor Price, a superhero needs a sidekick. How can it be such a shitty week, and yet one of the best of my life? Because we're back in action again. Auto hinten war übrigens wieder dieses Illuminatenzeichen.